Der ältere Herr in der Generalsuniform der US-Armee ist frustriert. Alles, was dem Mann Halt und Sinn im Leben gab, ist ihm abhanden gekommen. Die Schlachtfelder des Zweiten Weltkriegs. Sein Name: George Smith Patton Jr. General Patton wird am nächsten Tag das besiegte Deutschland endgültig verlassen. Warten auf die Abreise. Zum letzten Mal sucht der General die Nähe seinesgleichen. Auf der Saalburg, einem Kastell aus der Römerzeit. Begegnung mit dem Kriegsherrn und Kaiser Hadrian. Die Inschrift, meint Patton, müsse auch für ihn gelten. Kaiser der Germanen. Es sind Pattons letzte Stunden auf deutschem Boden vor seinem Heimflug in die USA. Doch der General wird das eroberte Land nicht mehr lebend verlassen. Später wird man Fragen stellen. War es ein Unfall? War es Mord? Als eine Auswertungsstelle der Deutschen im Februar 1945 ein Dossier über den amerikanischen General Patton erstellte, war es bereits zu spät. Der hatte wie kaum ein anderer seinen Stempel diesem Zweiten Weltkrieg aufgedrückt. Gruppenbild mit Siegern. Eingebunden ins Oberkommando der alliierten Streitkräfte unter General Dwight David Eisenhower war er nur einer unter vielen. Zu wenig für einen George Patton. Für den General war die amerikanische Armee, der Krieg gegen Hitler, die Bühne für Selbstdarstellung und Legendenbildung. George Smith Patton Jr., der mit seinen beiden elfenbeinbeschlagenen Revolvern einem Westernhelden gleich gegen Hitler und dessen Wehrmacht zum finalen Showdown antrat und sehr eigenwillig den Weg gewiesen hat zum Sieg der Alliierten über das Dritte Reich. Er war eine der widersprüchlichsten Gestalten des Zweiten Weltkriegs. Wir nähern uns einem Mann, der fest daran glaubte, dass Gott gerade ihn auserwählt habe, einen großen Krieg für seine USA zu führen. Wir nähern uns einem Menschen, der ein Leben lang kämpfte, gegen die Angst zu versagen. Wir nähern uns einem Kriegsherrn, der an vorderster Front mithalf, die Nazi-Herrschaft zu zerstören, aber nach dem Krieg mit nationalsozialistischen Ideen insgeheim sympathisierte. Wir nähern uns einem amerikanischen Helden, dem der Krieg emotionales Anliegen war. God damn it, it's no fun to say to men that you love. Go out and get killed. And we've had to say it. And by God, they have gone. And they have won. But I want you to remember that the sacrifice that these men have made must not be in vain. Manchmal nannten wir ihn einen Hurensohn, aber er war auch ein verdammt anständiger Mensch. Er symbolisierte die Größe unseres großen Landes. Patton Museum vor Knox, Kentucky. Hier ist alles aufbewahrt, was sich die Amerikaner vor rund 50 Jahren teuer erkaufen mussten. Ein Haufen Stahl und Eisen, der die USA zu dem gemacht hat, was sie heute sind. Eine Weltmacht. Und ganz in den Mittelpunkt gerückt, der Patton-Saal. Die jungen GIs lernen hier einen Menschen kennen, der den lärmenden US-Patriotismus verkörperte wie kein anderer Soldat der US-Armee. Annäherungsversuche an einen Helden. Er sagt, er war einer unserer Besten. Er hat dafür gesorgt, dass die US Army zur stärksten Armee der Welt wurde. Und er meint, er widmete sein ganzes Leben dafür, ein guter Soldat zu sein. Kein anderer hat es so verstanden, jene Werte zu zelebrieren, zu leben, die den Amerikanern Sinngebung sind. Wildwest-Ideologie, Pioniergeist-Mentalität. George Patton verbrachte sein ganzes Leben damit, den Moment nicht zu verpassen, an dem an ihn der Ruf erging,
als Soldat der Vereinigten Staaten von Amerika seine Pflicht zu tun. Doch 1940 war der Krieg für die USA noch kein Thema. Der amerikanische Präsident Roosevelt hält eisern an den Neutralitätsgesetzen fest. Keine US-Soldaten für einen Krieg in Europa oder sonst wo auf der Welt. An eine direkte Beteiligung der USA in Europa ist Ende 1940 ohnehin nicht zu denken. Als die deutsche Wehrmacht in Frankreich zuschlägt, hat die kommende Weltmacht USA weniger Soldaten unter Waffen als das kleine Belgien, das gerade von den Deutschen überrannt worden war. Rund 200.000 Mann. Schlechte Aussichten für einen Mann wie George Patton. Waiting for another war or indeed praying for another war. Er hat nicht auf einen Krieg gewartet. Er betete regelrecht für einen neuen Krieg. Was er in seinen Briefen nach Hause schrieb, würde uns heute schockieren. Er sagte, er beneide die Soldaten des Ersten Weltkriegs. Am liebsten würde er dort wieder sein. Wir wissen, es war unvorstellbarer Horror. Doch er glaubte, dass man nur in einem solchen Krieg zu Ehre und Ruhm kommt. Und das glaubte er von ganzem Herzen. Diese ruhmreiche Zeit, das war sein Einsatz im Ersten Weltkrieg 1917 bis 18. Doch das ist für Patton, die Privataufnahmen wurden in den 30er Jahren gemacht, schon eine Ewigkeit her. Die ruhmlose Zeit nach dem Ersten Weltkrieg wurde für die meisten Offiziere der unbedeutenden US-Armee zu einer Zeit der Depressionen. Zum Beispiel George Patton. Er war ziemlich schlecht für Aufgaben im Frieden ausgestattet. Seit 1910 ist er verheiratet und hat einen Sohn und drei Töchter. In sein Tagebuch schreibt er: Beschäftige mich mit den gottverflucht unnützlichsten Dingen, die ich jemals in meinem Leben getan habe. Alles, was ich mir wünsche, ist ein gottverdammter Krieg. Und als er merkt, dass da in der Zwischenkriegszeit nichts kommt, dass kein Krieg vor der Tür steht, wird er in eine Krise gestürzt. Er kompensiert das mit der überraschenden Entscheidung, einen Segeltörn von Hawaii zu den südpazifischen Inseln zu machen. Mit ihm als Kapitän und seinem Sohn. Das wurde zu einer gefährlichen Sache. Und er war ein verdammt schlechter Segler. Und er sagte, wenn ich Glück habe, werde ich da draußen ertrinken. Er hatte so genug vom Leben. Lieber jung in einem Abenteuer vor die Hunde gehen, als zu sterben, wenn ich alt und grau bin. Das sollte sich bald ändern. Angst vor Angriffen auf den amerikanischen Kontinent. Aus Furcht, in diesen Krieg hineingezogen zu werden, beginnt man in den USA die Rüstung zu forcieren und unterstützt England mit Kriegsgerät. Hoffnung der USA, Sieg der Briten über Hitler. Im Juli 1941 beginnen die größten Manöver in der Geschichte der USA. 1,5 Millionen Soldaten sind jetzt unter Waffen. Und George Patton hat eine Aufgabe. Auf dem Titelbild im Live-Magazin George Patton, der Mann, der die moderne Panzerwaffe geschaffen hat, die für die Amerikaner zukunftsweisend sein sollte. Eine schlagkräftige, bewegliche Armee, die bis heute von diesen Anfängen profitiert. Er hat die Armee modernisiert. Die alte Kavallerie hat er umgewandelt in schlagkräftige, motorisierte Einheiten. Es war Pattons Verdienst, dass in der Vorkriegszeit unsere Armee zu einer modernen Armee umgebaut wurde. In allen Büchern über Kriegstaktik ist der Name Pattons genannt. Der japanische Angriff auf Pearl Harbor. Am 7. Dezember 1941. Ein hoffnungsvoller Tag für George Patton. Mit dem Überfall auf Pearl Harbor ändert sich die Neutralitätspolitik der amerikanischen Regierung. A state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. Die Befreiung, die Erlösung für Patton. Es geht gegen die Deutschen.
Doch es vergehen 9 Monate, bis er das Schiff nach Nordafrika betreten darf. Dann ist er endlich da. Der schönste Tag meines bisherigen Lebens. Mir scheint, als habe sich mein ganzes Leben auf diese Stunde zubewegt. Gott ist mit uns. Der Auftrag? Unterstützung der Briten als Alliierte im Kampf gegen Rommels Afrikakorps. Vorbereitung für den Krieg auf dem europäischen Kontinent. Mein Vater hat es mordsmäßig imponiert, wie in kürzester Zeit Armeen, Geschwader, Schiffe aus dem Boden gestampft wurden und wie eine Organisation geschaffen wurde, die der Deutschen überlegen war. Schlechte Karten für Rommels Afrikakorps. Aus Osten kommen die Engländer, aus Westen jetzt Patton. Seit seiner Berufung für das Unternehmen Nordafrika hat er immer ein Buch bei sich. Erwin Rommels Attacks. Infanterie greift an. Nach der Eroberung Tobruks durch Rommel ein Jahr zuvor hatte Patton geschrieben: Rommel, du brillanter Bastard. Ich hätte dein Buch doch genauer lesen sollen. Sein größter Wunsch sollte allerdings nicht in Erfüllung gehen. Das direkte Duell zwischen ihm und dem deutschen Generalfeldmarschall. Mann gegen Mann, Panzer gegen Panzer. Mein Vater hätte dann schon jemanden gefunden, der an seiner Stelle duelliert. Ich glaube nicht, dass er es selber gemacht hätte. Obwohl mein Vater nicht schlecht war. Mein Vater war ein alter Infanterieoffizier, der war nicht zu unterschätzen. Ein hervorragender Schütze, selbst Cowboys werden da in Schwierigkeiten kommen. Der General hat aber nicht nur mit dem von ihm bewunderten Feldmarschall Rommel zu tun, sondern auch mit dem britischen Oberbefehlshaber Montgomery, dem er jetzt unterstellt ist. Patton tut sich schwer, unter irgendjemandem zu dienen. Nicht unter einem Briten. Und schon gar nicht unter diesem hochnäsigen Montgomery. Montgomery, er hat immer Witze mit dem Namen gemacht. Er konnte ihn nicht sonderlich leiden. Und deshalb hat er uns immer, zum Beispiel beim Abendessen, die neuesten Anekdoten über Montgomery zum Besten gegeben. Die kampfunerfahrenen Amerikaner erleiden nach ihrer Ankunft in Nordafrika eine empfindliche Niederlage gegen die Deutschen. Patton ist es, der schnell aus den Anfangsfehlern lernt und Rommels Angriffstaktik übernimmt. Der General wird in den USA ins Rampenlicht gerückt. Und das kommt ihm nicht ungelegen. Er weiß um die Macht der Bilder. Er ist eitel. Seine Selbstdarstellung überlässt er nicht dem Zufall. Diese Fernglasszene für die US-Wochenschau lässt er mehrmals wiederholen oder bricht sie ab, bis sein sogenanntes Warface perfekt ist. Die Maske für Überlegenheit, Selbstvertrauen und Unbesiegbarkeit, die er sich zulegte, bekam er nicht mehr los. Er konnte das auch nicht ändern. Hier das vom Krieg geprägte Harte hin zu der weichen Seite, die die Familie an ihm kannte. Es war eine Maske. Sein Warface war eine Maske. Und wenn man die zu lange trägt, kann man sie nicht mehr absetzen. Nach dem Sieg über die Deutschen in Tunesien, neuer Kriegsschauplatz. Sizilien, 11. Juli 1943. Pattons Auftritt für die Wochenschau. Auftritt der Alliierten. Sie sind auf dem europäischen Kontinent angekommen. Doch der Vormarsch kommt erst einmal ins Stocken. Montgomerys Truppen werden an der Ostküste der Insel von den Deutschen in schwere Kämpfe verwickelt. Auch die Amerikaner kommen in Bedrängnis. Pattons Entscheidung, Umweg um die gesamte Insel, um Messina zu erreichen. Die amerikanischen Wochenschauen feiern einen General Patton, der Triumphator gleich Stadt für Stadt erobert. Enthusiastische Sizilianer als Staffage für den großen Auftritt des Helden. Lieutenant General Patton, commanding the American 7th Army in Sicily, leaves headquarters in an armored car.
enthusiastic Sicilians welcome the Yanks with open arms. Scenes that are repeated in town after town as the Americans press on to Palermo. Und ganz nebenbei nutzt die Chance, Montgomery eins auszuwischen. Gentlemen, die Ehre der US Army steht auf dem Spiel. Wir müssen Messina erreichen, bevor es die Briten tun. Patton musste den ganz großen Bogen um die Insel machen. Und er hat Monty geschlagen. Und das war das wichtigste Ziel, die Flagge der Vereinigten Staaten zu hissen. Und er hat gezeigt, welch hervorragend kämpfende Soldaten die Amerikaner sind. Eine Mittelmeerinsel hat einen Helden. Ein amerikanischer General, viele neue Freunde. Man nennt ihn jetzt Gott der Schlachten, Old Blood and Guts, der alte Haudegen. Doppelseiten für den Star aus ihrer Mitte. Doch nur wenige Wochen nach dem totalen Triumph sind die Schlagzeilen alles andere als freundlich. Was war passiert? Waren die Verluste unter seinen Soldaten der Preis für seinen Sieg über die Deutschen oder doch über Montgomery? Hatte er für den Konkurrenzkampf mit den Briten US-Soldaten geopfert? Visite in einem Feldlazarett. Im Angesicht von schwer verletzten US-Soldaten ohrfeigt er zwei GIs, die für ihn nur unter einem psychischen Kriegstrauma unter Schock stehen. Der Mann mit dem Warface hat ein Problem. Und das hat er mit sich selbst. Ein Gefühl der Minderwertigkeit seit Kindheitstagen lässt den Mann nicht mehr zur Ruhe kommen. Wenn man den Mann Patton verstehen will, muss man sich mit dem jungen Patton beschäftigen. Und das ist der Patton, den niemand kennt. Es gibt den Patton, den die Presse gemacht hat, und den wirklichen Patton, den Gott geschaffen hat. Hier ist ein Blick in die letzten Jahre des 19. Jahrhunderts nötig. Geboren ist George Smith Patton Jr., genannt Georgie, am 11.11.1885 in San Gabriel, Kalifornien. Privataufnahmen der Familie um 1925. An der Kamera George Patton höchstpersönlich. Ein unbeschwertes Familienleben einer traditionsbewussten Familie sei es gewesen. Das war nicht immer so. Georgie litt an der damals noch unbekannten Krankheit Dyslexia. Seine Eltern, hier im Bild, bemühten sich fürsorglich um den verängstigten, verunsicherten Sohn. Es ist keine Krankheit wie Fieber, es ist ein Unvermögen, Buchstaben in die richtige Reihenfolge zu bringen. Es ist weit verbreitet. Es gibt Dyslexia, aus der man herauswächst oder auch nicht. Patton hatte Glück. Er wuchs heraus. Doch im ausgehenden 19. Jahrhundert ist George Pattons Handicap ein Makel, ein Stigma. Ein Minderwertigkeitsgefühl, das George trotz aller Bemühungen seiner Umwelt nie wieder loslassen sollte. Trotzdem schickt der Vater Georgie auf zwei US-Militärakademien, ganz in der Tradition der Familie. US-Militärakademie West Point, nördlich von New York. Der junge George ist ehrgeizig. Sein Traum? Er will der bedeutendste Offizier der US-Armee. Er will berühmter als seine Vorfahren werden. Doch Georgie hat Probleme. In vielen Fächern versagt er. Es ist seine Dyslexia, die dem 18-jährigen Patton zu schaffen macht. Die Folge? Ein ständiger innerer Kampf gegen sich und sein Handicap. Ein Brief nach Hause. Lieber Papa, ich befürchte, dass ich ein Träumer bin, der nie Erfolg haben wird. Ich kann mir keine größere Hölle vorstellen, als wie ein Versager zu leben. Es wäre viel besser, wenn ich jetzt tot wäre. Ich fürchte, lieber Papa, dass ich jenes Selbstvertrauen, das du so hoch schätzt, jetzt verloren habe. Ich habe so große Angst zu versagen. For my grandfather,
Für meinen Großvater war die Angst zu versagen der Schlüssel zu seiner Persönlichkeit. Als Kind hatte er Angst vor seiner Dyslexia. Im Alter hatte er Angst, dass sich seine Träume von militärischer Größe nicht verwirklichen würden. Und in West Point war das eine Kombination von beidem. Er bemühte sich um akademische Dinge und träumte von einer großen militärischen Karriere. Und dass sich beides nicht verwirklichen ließe, hat ihn fast umgebracht. Er hat die Hilfe von zu Hause gebraucht, denn er war so verunsichert. In West Point setzt Patton, hier vorne im Bild, auf das, was ihn fasziniert. Militärgeschichte. Er verschlingt Bücher über Militärstrategien. Seine Favoriten, deutsche und französische Autoren und Militärgrößen, die er auch im Original lesen konnte. Die persönlichen Randnotizen aus diesen Jahren beweisen frühe Kompetenz. In strategischen Belangen entwickelt er sich zum militärischen Genie. Heute müssen sich die jungen West Point-Kadetten mit dem General, einem der großen Vorbilder der Akademie, herumschlagen. Go and take your seats. Okay, so Patton shows up with. Auf dem Stundenplan von Captain French, die Geburtsstunde der militärischen Großmacht USA, Nordafrika 1942. Amerikanische Siege durch offensive Panzereinsätze, Bewegungskrieg in der nordafrikanischen Wüste, Lernprozesse einer Armee, die zum Beispiel im Golfkrieg von Pattons Erfahrungen profitierte. Der Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg, Stoff für kommende Generationen von US-Offizieren. End up pushing the Germans out of North Africa. 1909 schließt sich das Kapitel West Point für George Patton. Douglas MacArthur, Eisenhower und natürlich Patton. Drei der größten US-Feldherren ist hier ein Denkmal gesetzt. Ob gewollt oder nicht, Eisenhower und Patton drehen sich den Rücken zu. In den Jahren zwischen den Weltkriegen waren sie Freunde. Das änderte sich allerdings, seit Eisenhower einen Karrieresprung machte und im Zweiten Weltkrieg zum Oberkommandierenden aufgestiegen war. Patton wurde nur sein Untergebener. Nach der Niederlage der Deutschen in Sizilien geht in England die Operation Overlord, die Invasion in Frankreich, in eine entscheidende Phase. Allerdings ohne General Patton. Er habe wohl, wie er ins Tagebuch schreibt, verschissen. Und ich muss jetzt so vielen Leuten den Arsch küssen, dass ich schon ganz wunde Lippen habe. Anstatt Kriegsgericht für die Ohrfeigen in Sizilien, vorläufiger Ausschluss von einem Kommando bei der Invasion. Lediglich die Aufstellung einer Heeresgruppe an der englischen Kanalküste, um die Deutschen zu täuschen, wird ihm von Eisenhower zugestanden. Rommel, inzwischen von Hitler an den Atlantikwall abkommandiert, glaubt, dass nur ein Patton die Invasion schlagkräftig leiten kann und verstärkt die Einheiten bei Calais. Patton hatte total Angst, nicht zum Kämpfen zu kommen. Er wollte nicht, dass der Krieg zu Ende geht, ohne das zu erreichen, was er seine Bestimmung nannte. Das Wort Bestimmung war sein Antrieb. Und seine Bestimmung war, als einer der größten Helden aus diesem Zweiten Weltkrieg hervorzugehen. In World War II. Patton muss also der Invasion in der Normandie tatenlos zusehen, muss Heldenpläne auf unabsehbare Zeit verschieben. 28. Juli 1944. Stanlow stopped being used and it was Patton. Patton and his armor breaking out and running wild. Sein Name wird wieder in der Wochenschau genannt. Patton und seine Panzer werden reaktiviert. Trotz des erzwungenen Spätstarts stößt die 3. Armee unter seiner Führung in atemberaubender Geschwindigkeit vor. Richtung Berlin, wie er es nennt. Er treibt die Deutschen in Frankreich vor sich her und verkündet stolz: Meine Panzer gehen durch die deutschen Linien wie ein heißes Messer durch Scheiße.
Durch sein ungezügeltes Vorstürmen wird er wieder einmal zum Problemfall für alliierte Gesamtstrategien. Eisenhower als Oberbefehlshaber zwischen allen Stühlen dreht Patton den Benzinhahn zu. Sein Sprit wird rationiert. Für Patton kann da nur Montgomery dahinter stecken. Der wird die unverzügliche Umleitung des Benzins für seine Operationen im Norden bei Eisenhower verlangt haben, vermutet er. Der eigene Oberbefehlshaber, so einige US-Offiziere, kapituliere offensichtlich unentwegt vor dem egoistischen Briten. Natürlich, wenn man sich in einer solchen Kriegslage befindet. Eisenhower hatte den Gesamtüberblick über die Alliierten und musste die Briten, die Kanadier, die Franzosen und Amerikaner zusammenhalten. Patton aber hat sich und seine eigene Armee zurückgesetzt gefühlt innerhalb der Kommandokette. Und da hat man eine eigene Sichtweise. Aber Eisenhower war ein Meister seines Fachs. Als es weiterging, wurden in einer Zeitspanne von nur wenigen Wochen Frankreich, Belgien, Luxemburg überrannt. George Patton war es, der nach der allerletzten Großoffensive der Deutschen in den Ardennen mit seiner Attacke bei Bastogne den finalen Angriff auf das Deutsche Reich eingeleitet hat. Im Februar 1945 stehen Patton und die 3. US-Armee an den Grenzen des Deutschen Reiches. Jetzt beginnt der letzte Akt im Leben des George Smith Patton Jr. Bei Bollendorf an der luxemburgischen Grenze betritt der General erstmals deutschen Boden. Patton ist jetzt dort angekommen, wo er und die Amerikaner seit dem 8. November 1942 nach der Landung in Nordafrika hinwollten, im Deutschen Reich. Es ist Pattons Schicksal, dass er dieses Land nicht mehr lebend verlassen sollte. In diesen Tagen ein Brief nach Hause. Habe Vorahnungen meines bevorstehenden Todes. Wie sein Tod auszusehen habe, beschrieb er wenige Wochen zuvor. Das richtige Ende für einen Soldaten ist der schnelle Tod, durch die letzte Kugel in der letzten Schlacht. Am 22. März 1945 ist Patton am Rhein. Völlig unspektakulär, ohne großen Aufwand, bringt er Teile seiner 3. Armee über den Schicksalsstrom der Deutschen. Noch in der Nacht drängt Patton seinen Vorgesetzten Omar Bradley, seinen Erfolg an die Medien weiterzuleiten. Er rief Bradley an. He said, Brad, for God's sakes, Brad, Herrgott nochmal, sag's der ganzen Welt, die 3. Armee hat den Rhein überschritten. Was war der Grund für diese Eile? Montgomery. Patton konnte es nicht ertragen, dass ausgerechnet der britische Fieldmarschall vor ihm den Rhein überqueren sollte. George Patton, verdammt zum Siegen? Ja, er wollte es allen zeigen. Er wollte Erster sein. In seinem Vokabular gab es das Wort Zweiter nicht. Er wollte immer Erster sein. So einfach ist das. Kilometer stromaufwärts. Als Patton am nächsten Morgen am Rhein eintrifft, sei die Sonne durchgekommen, versichern seine Soldaten. Er hat sich auf die Mitte der Pontonbrücke fahren lassen. Er hat es uns versprochen. Wenn er am Rhein sein sollte, werde er hineinpissen und den Wasserpegel dieses gottverdammten Flusses anheben. Er hat sein Versprechen eingehalten und vor allen in den Rhein gepinkelt. Das war symbolisch. Symbolik. Wie 2 Jahre zuvor in Sizilien ist sein Triumph am Rhein richtungsweisend. Hochrangige Gäste hofieren den General. Wieder einmal sieht der sich in höheren Sphären. Wieder einmal wähnt er sich im Zenit seiner Laufbahn. Und das wird auch in Washington so gesehen. Doch der General war schon längst wieder im Begriff, sich selbst ins Abseits zu stellen. Ein Brief nach Hause. Liebe Bea, marschieren geradewegs in Richtung von Johns Lager. Dürre Worte,
für eine seiner größten Fehlentscheidungen. Der Überfall auf das Kriegsgefangenenlager Hammelburg sollte bei den Deutschen Verwirrung stiften, so Patton. In Wahrheit, so wird ihm vorgehalten, habe er US-Soldaten zur Befreiung seines Schwiegersohnes ans Messer geliefert. Hammelburg wurde zum denkbar schlimmsten Fiasko. John Waters, der Schwiegersohn, überlebte und wurde erst Wochen später vom Familienoberhaupt befreit. Doch das Patton-Bild in den USA kippt. Es ist das Image eines gewalttätigen Soldaten, der mit elfenbeinbesetzten Revolvern in der Gegend herumfährt, Soldaten schlägt und den Krieg mehr liebt als den Frieden. Pattons dritte Armee ist nun weniger als ein Jahr in die Kampfhandlungen verwickelt, als sie das Konzentrationslager Buchenwald befreien. Eisenhower und verschiedene hochrangige Offiziere betraten das Lager. Patton wurde schlecht, übergab sich, war fürchterlich krank über diese unmenschliche Art, mit anderen Menschen umzugehen. Wochen später sollte der gleiche Patton angewidert von jüdischen KZ-Insassen sprechen. Das Judentum, den Kommunismus für die Probleme in der Welt verantwortlich machen. Der Krieg in Deutschland geht seinem Ende entgegen. Auf seine Soldaten wirkt der General in diesen Tagen nachdenklich, entrückt. Even when World War II was still going on. Als der Zweite Weltkrieg in Gang war, in den letzten Monaten, wusste er, dass es dem Ende zugeht, dass Hitler geschlagen wird und es nur noch eine Frage der Zeit ist. Da begann er in seinen Briefen nach Hause nicht etwa über die Freude des Kriegsendes zu schreiben, sondern über eine gewisse Angst vor seiner eigenen Zukunft. Was sollte er mit sich selber anfangen, nach so einer intensiven Erfahrung? Sollte er sich auf seiner Farm zur Ruhe setzen? Konnte er einfach glücklich sein zu reiten? Er fürchtete nicht. Weiden in der Oberpfalz. Nach Pattons allerletztem Salut aus Panzerrohren und seiner Artillerie herrscht Ruhe in der Stadt, herrscht Ruhe im Land. Der 8. Mai 1945, Kriegsende. Hip, hip, hooray, hip, hip, hooray. There be some stomping and some jumping on B-Day. The Siegfried Line drive is on. Come on, you Yanks, let's all drive home. Went into old Berlin, you wrong. Close up shop and do the V-Day storm. It's true about the Yanks and France. The girls all like their brand of romance. They even like the way they roam when they do the V-Day storm. Ich glaube, ich werde wahrscheinlich in Schwierigkeiten kommen, wenn ich das sage. Er fand es schrecklich, dass der Krieg zu Ende war. Viel schlimmer. Für George S. Patton Jr. eine Katastrophe. Degradiert zu einer Art Vertreter in Sachen Aufbauhilfe. Unterwegs als Repräsentant der Vereinigten Staaten von Amerika reist er jetzt im Land umher, von Begrüßungsmarsch zu Begrüßungsmarsch. Trotzdem akzeptiert er die traurigste aller Aufgaben, die man sich für ihn ausgedacht hat. Militärgouverneur von Bayern. Aber für ihn gibt es keine Verwendung mehr. Er schreibt Briefe in den Pazifik. Er will dorthin, wo Krieg ist. Keiner möchte den unberechenbaren General haben. Frieden wird die Hölle für mich sein. In den folgenden 8 Monaten nach dem Kriegsende in Europa wird der Mann mit den 4 Sternen keine Ruhe geben und kein Fettnäpfchen auslassen. Ernsthafte Probleme bereits kurz nach dem Waffenstillstand. Die Zinnsoldatenpolitiker in Washington haben es uns erlaubt, die Scheiße aus den Deutschen zu treten. Zeitgleich haben wir dabei aber auch geholfen, einen zweiten Gegner aufzubauen, der noch schlimmer ist als der erste. Diesmal werden wir jede erdenkliche Hilfe Gottes brauchen, um unsere Welt vor diesem Stalin und seinen mordenden Horden zu beschützen. Laut Patton sei die US Army und die deutsche Wehrmacht das einzige Mittel, um diese Gefahr aufzuhalten. Und es sei längst an der Zeit, wie er es nannte, nach Moskau zu marschieren, um die Sache zu erledigen.
War das noch zu verstehen? He was talking. Er fing an, ziemlich wirres Zeug zu reden. Wir müssen weitermachen. Wir kämpfen gegen die falschen Gegner und so. Wir hatten die Schnauze voll von Krieg. Ohne Ausnahme fanden wir das total verrückt. In einem Brief nach Hause unverhohlene Sympathie mit dem ehemaligen Feind. Die Hurensöhne der SS sind eine verdammt gut aussehende Bande. Patton, der an vorderster Front mithalf, den Nazi-Heldenkult zu zerstören, hat jetzt erhebliche Zweifel an der Entnazifizierung, redet sich um Kopf und Kragen. Pattons Verhalten ist nicht mehr durchschaubar. Andeutungen. Je mehr ich von diesem verdammten Frieden mitbekomme, umso mehr bereue ich es, diesen Krieg überlebt zu haben. Und immer wieder zieht es ihn dorthin, wo er seinesgleichen vermutet. Zum Beispiel zu den unsterblichen Größen deutscher Kultur hier in Walhalla. Eingehen ins Pantheon der Unsterblichen. George Patton hat einen Traum. Wusste er, dass auch Hitler, sein Gegner, höchstpersönlich an gleicher Stelle stand? Im September Pressekonferenz in Bad Tölz. Patton inszeniert jetzt den ganz großen Skandal. Kalkulierter politischer Selbstmord? His face whitened. Er wurde aschfahl, als er zu den Reportern sagte, Nazis, das ist nur eine Partei wie die Republikaner und die Demokraten. Nazis, they're just a party like the Republicans and Democrats. Man hätte eine Nadel fallen hören. Die Reporter hatten ihre Story. Und als wir weggingen, sagte er zu mir, eine gottverflucht bescheuerte Bemerkung. Aber ich wollte den Hurensöhnen die Genugtuung nicht nehmen, es von mir zu hören. But I wouldn't give the son of a bitch the satisfaction of knowing it. Das war's für Patton. Ihm wird das Kommando der 3. Armee entzogen. Eisenhower lässt seinen ehemaligen Freund endgültig fallen. Wir hatten alle Tränen in den Augen, auch er, als wir Lebewohl sagten. Und er am nächsten Tag das Kommando über eine Armee, die es aber nur auf dem Papier gab, in Bad Nauheim übernahm, um die Geschichte der 3. Armee zu schreiben. Für den Oberkommandierenden war die Freundschaft zu Patton jetzt unangebracht und peinlich. Für Eisenhower ging es jetzt um höhere Aufgaben in Washington D.C. Wieder hat die Presse in den USA die Top-Story. Und in einem Brief die wahren Schuldigen für seine Probleme und die Probleme der Menschheit. Und als er dann die Dinge über die Nazis und die Juden gesagt hat, hat meine Großmutter gemeint, dass sie das nicht überrasche. Sie war sehr böse mit Eisenhower, dass er ihn auf diesem Posten belassen hatte. Sie sagte, er müsse eigentlich am besten wissen, dass Georgie für solche Aufgaben nicht zu gebrauchen ist. Er ist ein Kämpfer. Im Sommer Kurzbesuch in den USA. Ein letztes Mal kommt der Kämpfer auch in seinen Geburtsort. In San Gabriel kann der umstrittene General unumstritten Held sein. Und das bis zum heutigen Tag. Hier findet man die kleine Kirche mit dem Namen Jesu Christi, des Erlösers. Und ganz nah dran am Erlöser ist auch der General. Von Angesicht zu Angesicht mit dem Allmächtigen steht auch Patton hier eisern seine. Sie gehen nicht wegen niedriger Temperaturen in Winterruhe, sondern weil sie im Winter monatelang nichts zu fressen finden. Würden sie bei warmem Wetter zu früh wach, müssten sie lange hungern. Die Höhlen sind oft erstaunlich klein. Meist nur ein kurzer Gang und eine Kammer, die gerade groß genug für das Tier ist. In den nördlichen Teilen ihres Verbreitungsgebietes verbringen Grizzlies bis zu 60% ihres Lebens im Tiefschlaf in solchen Höhlen.
Das scheint auch der Grund für die so unterschiedlich großen Bären zu sein. Auf Kodiak und den Aleuten ist das Klima durch die umgebenden Meere viel milder als hier auf dem Festland. Man nimmt an, dass viele Bären auf den Aleuten überhaupt keinen richtigen Winterschlaf halten und auch im Winter genug Futter finden, um aktiv zu bleiben. Sie wachsen dann zu den legendären Giganten heran. Der Ausflug zu den Bärenhöhlen bringt uns zurück in das trockene, kalte Klima Alaskas, wie ich es so oft erlebt habe. Während auf den Aleuten jetzt noch Regen fällt und die Bären nach den Lachsen wieder Muscheln und Gras fressen, ist es hier schon eisig, liegen überall dicke Schneedecken. Bald wird die Sonne auch mittags nicht mehr aufgehen. Im Schein der Nordlichter verbringen wir die letzten Tage in der Wildnis. Meine Suche nach den Riesenbären ist zu Ende. Wir haben sie gefunden. Ganz am äußersten Ende des amerikanischen Kontinents, wohin selten Menschen vordringen. Am meisten hat uns ihre Gelassenheit beeindruckt. Die besonders großen Bären sind keine blutgierigen Monster. Es sind eher geruhsame, geradezu friedliche Tiere. Als Trophäe mögen sie eindrucksvoll sein, aber sie zu schießen erfordert keinen Wagemut. Lassen wir ein paar von ihnen überleben. Von der Bärennatur zur Fußballkultur. General George S. Patton, one of the most brilliant soldiers in American history, is dead. Sehen Sie in der nächsten Folge unserer Zeitreise eine Dokumentation über Stalins wichtigsten Kriegsherrn im Kampf gegen Hitler. Georgi K. Schukow, verurteilt zum Sieg. Am kommenden Donnerstag um 22 Uhr im Hessenfernsehen.